Schema hier. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video und heute möchte ich mal auf das Thema Blogging eingehen. Ich habe zwar schon in anderen Videos über das Thema Blogging gesprochen, nur erreichen mich immer wieder Fragen zum Thema, kann man mit einem Blog überhaupt Geld verdienen? Und ja, was ich immer so draus sehe, ist so diese Sichtweise, die die Leute aufs Bloggen haben. Und da möchte ich eben jetzt in dem Video ein bisschen näher drauf eingehen. Ich habe dann auch noch einen ausführlicheren Blogartikel zu diesem Video erstellt, den du unterhalb des Videos dir dann ebenfalls durchlesen kannst. Und zunächst mal möchte ich einfach da mit einem Gerücht aufräumen, denn ja, ein Blog ist mit Arbeit verbunden. Ja, genau so ist es. Ein Blog ist nichts anderes als Arbeit. Und das ist aber nicht schlimm. Ich will dir nämlich auch kurz erklären, warum. Es ist nämlich einfach immer nur die Frage, wenn du momentan arbeitest und nicht die Ergebnisse hast, die du produzieren willst, dann ist jetzt einfach die Frage, was für dich einfacher ist, so weiterzumachen wie bisher oder eben andere Dinge auszuprobieren. Weil ob du jetzt ein Ladengeschäft betreibst oder ein Blog, ist letzten Endes, ja, kommt es aufs Gleiche raus, weil ein Blog eigentlich dein Ladengeschäft im Internet ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Ladengeschäft in der Innenstadt hast, dann musst du dich auch darum kümmern, dein Geschäft einzurichten. Du musst dich darum kümmern, dein Geschäft ansprechend zu gestalten, neue Angebote zu kreieren. Du musst dich darum kümmern, dass du Marketing betreibst, dass Leute in deinen Laden finden. Und es ist genauso viel Arbeit, wie über einen Blog Mehrwert zu liefern, der zum Beispiel deine Zielgruppe, der das Problem von deiner Zielgruppe löst. Und darum geht es letzten Endes, weil wenn du es schaffst, die Probleme der Menschen zu lösen, dann wirst auch du finanziell davon profitieren. Und ich weiß, es gibt diese Geschichten, wo jemand einen Blog startet und dann durch den Blog richtig, richtig reich wird. Diese vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichten, die gibt's, und es kann auch beim Bloggen passieren, aber trotzdem sage ich immer, es ist Arbeit und man muss eben einen gewissen Preis bezahlen, um später gefunden zu werden. Nur um nochmal auf das Beispiel mit dem Ladengeschäft zurückzukommen. Ein ganz, ganz entscheidender Unterschied zwischen einem Blog und einem richtigen Ladengeschäft ist einfach folgender. Ein Blogartikel schreibe ich einmal und wenn ich es richtig mache, dann wird dieser Blogartikel im Laufe der Zeit immer häufiger gefunden. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe Artikel schon vor 2 Jahren geschrieben. Die bescheren mir heute noch sehr, sehr gute Besucher auf meinem Blog. Das heißt, ich habe die Arbeit einmal erstellt und ziehe mit diesem Artikel quasi Leute in mein Geschäft, in mein Business. Und im Prinzip nehme ich den Blog einfach nur, weil das werde ich auch immer wieder gefragt, wie verwendest du den Blog, weil über was soll ich denn schreiben? Und ich verwende eigentlich den Blog nur dazu, um mir meine E-Mail-Liste aufzubauen. Das heißt, ich biete den Menschen Mehrwert an, versuche mich in die Situation reinzuversetzen und versuche so gut es geht, die Probleme von Menschen zu lösen. Ja. Ich überlege mir, welche Situation hatte ich, wo kann ich Menschen zeigen, wie ich von einem Punkt A nach einem Punkt B gekommen bin. Und das hat gar nichts, weil das ist auch immer so eine Frage, ich bin doch gar kein Experte und was soll ich denn machen und wo kann ich denn helfen? Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat, die er an andere Menschen weitergeben kann. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, ich kann doch nicht etwas weitergeben, was vielleicht schon irgendjemand mal geschrieben hat. Und dann sage ich, natürlich soll man nicht kopieren. Aber wenn das wirklich so wäre, dann dürfte es keine Erfolgsbücher geben. Dann würde ein Buch reichen, und dann würden alle eben nur noch dieses Buch lesen und dann wäre das eben so das Thema. Aber kein Mensch hat die gleichen Gedanken und Erfahrungen gemacht wie man selbst. Ja, also jede Person ist einzigartig und jede Person hat irgendwas mitzuteilen. Davon bin ich fest überzeugt. Und wenn du mehr weißt als die Person, die dir gegenüber sitzt, dann kannst du der Person helfen. Ja? Und dann ist es auch wert, dass du diesen Mehrwert eben transportierst. Und da ist ein Blog ein richtig, richtig gutes Thema. Ich muss nur kurz ein bisschen auf meine Notizen schauen, dass ich auch nichts Wichtiges vergesse. Und was noch halt ein ganz entscheidender Punkt ist, warum man überhaupt bloggen sollte, ist halt, wenn du jetzt ein normales Ladengeschäft hast, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Beispiel, da musst du immer wieder, du musst Marketing machen, du musst werben, du musst gucken, dass Leute in deinen Laden kommen, das machst du entweder über Zeitungsanzeigen, Fernsehwerbung, Radio, was auch immer, es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten. Und die Situation ist einfach die, dass du dort halt Geld investierst und meistens ist es sogar sehr, sehr viel Geld und du kannst aber nicht richtig messen, kommen jetzt wirklich deine Besucher über die einzelnen Kanäle oder wo genau kommen die Kanäle her. Und das kannst du eben, wenn du
Online-Marketing betreibst, kannst du ja sehr, sehr viel über deine Kunden kennenlernen. Du weißt, wo die Besucherströme herkommen. Du weißt, ja, ob du vielleicht übers Bloggen mehr Erfolg hast oder über Videomarketing. Ja, du kannst also, du bekommst sehr, sehr gute Erkenntnisse und kannst dann eben auch gezielt in diese Themen reingehen, ja, die dir eben den meisten Ertrag bringen. Und das spart nicht nur Zeit, sondern das spart dann eben auch Geld. Aber natürlich muss man sich auf den Weg machen. Natürlich muss man ja das Ganze auch umsetzen. Und ich nutze also quasi den Blog einfach dafür, um Leads zu generieren, das heißt Interessenten zu gewinnen, um dann entweder online oder auch aktiv, indem ich mit den Leuten telefoniere, diese dann eben in mein Business reinbekomme und über E-Mail-Marketing zum Beispiel meine Produkte oder Dienstleistungen anbiete. Ich habe dir in dem Blogartikel auch noch weitere Wege mit auf den Weg gegeben, wie du ja jetzt genau über das Internet dann oder über deinen eigenen Blog Geld verdienen kannst. Und ich hoffe, dass das Thema für dich interessant ist. Schreib mir einfach deine Fragen und ich werde dann auch gerne ja, hier weiter beantworten. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte auch heute wieder ein kleines bisschen Mehrwert in dein Leben bringen und ich wünsche dir ja alles, alles Gute, maximalen Erfolg und vielleicht schaffen wir es ja, dass wir uns sogar mal persönlich kennenlernen. In diesem Sinne alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.